bekomme ich die 7,5% Zuschlag als Bestandsrentner auch, wenn ich eine gesetzliche Unfallrente beziehe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage vom 21. April 2023 hier in meiner Hand. Sehr geehrter Herr Knöppel, ja, die Leute nennen mich immer Knöppel statt Knöppel, aber ist egal. Hauptsache, die Anrede ist dann noch recht freundlich, dann freue ich mich auch darüber. Ich beziehe seit 13 Jahren eine Unfallrente der VBG. Energiepreispauschale habe ich nicht bekommen, regelmäßige Rentenerhöhung schon. Ja, das ist klar, die Unfallrenten werden ja jedes Jahr auch zum 1.7. des Jahres angepasst und die Ihre Unfallrente, lieber Anfragender, wird auch zum 1.7. diesen Jahres angepasst. Bekomme ich im Jahr 2024 die MDE-Rentenerhöhung von 7,5% von der BG oder nicht? Vielleicht ist dies ein Beitrag in YouTube würdig. Ja, na sicher ist das ein Beitrag in unserem YouTube-Kanal. Ja, würde ich nicht sagen, aber vielleicht doch ganz interessant, mal einen solchen Beitrag zu veröffentlichen. Also, das EM-Bestandsrentengesetz, was im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung im Jahr 2022 veröffentlicht worden ist, sieht nicht vor, dass Bezieherinnen und Bezieher einer gesetzlichen Unfallrente mit einem entsprechenden Eingangs-MDE von 20 hier Anspruch auf eine pauschale Erhöhung von 7,5% haben. Das sieht das Gesetz nicht vor, sondern das Gesetz sieht nur vor, dass EM-Rentner, die am 30.06.2024 im EM-Rentenbestand sind, einen entsprechenden Anspruch haben und dann verschiedene andere Varianten davon. Aber die gesetzliche Unfallrente ist davon nicht erfasst. Sie werden zum 1.07.2024 dann wieder eine normale Rentenerhöhung bekommen, wenn es denn im Jahr 2024, ich hoffe das sehr, eine neue Rentenerhöhung geben wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.